Auch ein echter Gentleman wie Mario muss einmal mit einem Papageien sprechen, der etwas verrückt wirkt. Hallo! Wonach suchst du denn? Ah, ich weiß, ich weiß. Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge hier von Super Mario Odyssey. Auf Katze, der Kanal für Kinder. Schaut euch mal den super süßen Mario an. Der ist bereit in seinem wunderschönen Smoking. Und ich glaube, niemand kann ihm das Wasser reichen, wenn es darum geht, schick angezogen zu sein. Ja, ja, unser kleiner Mario ist schon ein kleiner, hübscher Freund. So, als erstes, was ich heute tun werde, ist die Lampen einschalten. Denn mein Gefühl sagt mir, wenn ich alle Lampen einschalte, dann bekomme ich vielleicht einen Powerstern. Ob das der Fall sein wird, das werden wir im Laufe des Abenteuers erfahren. Ja, meine Lieben, in der letzten Folge sind wir in das Hutland gekommen. Da, wo eben unsere lieben Freunde wohnen, Cappy und Tiara und alle anderen Hutgeister. Und jetzt sind wir selbst hier, um eben noch ein paar Kleinigkeiten zu erledigen, um eben noch ein paar Powermonde einzusammeln. So, das Radio, funktioniert das noch? Einfach mal tanzen. Okay. Wir haben alle Hüte gesammelt. Was hast du gesagt? Nein, was anderes, aber egal. So, da gibt's noch ein Lämpchen. Ich bin der Lampeneinschalter im Spiel. Hallo, bist du der Lampeneinschalter? Ja, der bin ich. Hey Mario, schön hast du es da oben. Da oben ist aber was. Wir haben fast alle Schiffe repariert. Das hat er also gesagt. Ja, ich bräuchte irgendwas, um da hochzukommen. Aber abgesehen davon habe ich jetzt schon alle Lampen eingeschaltet. Ich weiß ja nicht mal, ob das was bringt, das ist nur eine Vermutung. Naja, meine Lieben, hier kommt in der Zwischenzeit mal der Hinweis. Wenn euch das Spiel gefällt, dann lasst einen Daumen hoch und abonniert Katze, der Kanal für Kinder. Das zeigt mir, dass ihr große Fans von diesem Spiel seid, aber auch, dass ihr, naja, kindgerechte Videos toll findet, denn diese gibt es für die ganze Familie. Hallo, Prinzessin Peach. Die ist immer noch hier. Sie genießt das Hutland. Apropos, ich würde mir gerne nochmal die Ruinen in der Wüste anschauen. Ja, kannst du doch gerne machen. Ich glaube, da wird dich niemand aufhalten, meine Liebe. Überleg's dir doch mal. So, aber ich schaue mich mal weiter um. Ich meine, es gibt überall Bereiche, wo wir vielleicht schon mal waren, vielleicht auch nicht. Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Das ist jetzt ein Bereich gewesen, den ich eben schon mal gesehen habe. Aber wo könnten sich hier noch Powermonde verstecken? Das ist immer die Frage der Fragen. Wo haben sich bloß die ganzen Powermonde versteckt? Tja, ob wir das wohl jemals herausfinden werden? Naja, wir werden sehen, wir werden sehen. Wer weiß, vielleicht ist es irgendwann ein Trend, Kreaturen zu käpern. Na, ich hoffe doch nicht. Das ist ja eigentlich nicht nett, wenn man sowas tut. So, gibt es auch lustige Musik in der Nähe von dem Ding. So. Aber irgendwie ist auf dem ersten Blick noch keine Spur von all den Powermonden. So. Ist das Mondlicht nicht beruhigend? Ja, irgendwie schon, aber das ist auch jetzt kein Hinweis, der uns weiterhilft. So, hier gibt es ja auch noch Lampen und... Aber die leuchten ja bereits, aber zumindest Münzen. Gibt es da unten noch was? Also ich kann euch jetzt schon mal versprechen, im Laufe des Videos werden wir in das nächste Land reisen. Ich lasse mir aber dennoch nicht nehmen, mich hier noch ein bisschen umzusehen. Zum Glück hat sich die Lage beruhigt. Was sagst du denn? Wonach suchst du denn? Ah, ich weiß, haha. Ich kann sie nicht verraten, aber ich gebe dir einen Hinweis. Froschhüpfen über dem Nebel. Der ist hier irgendwo versteckt. Such ihn, finde ihn, schiepere schieb. Hallo, ihr Frösche. Quack. Die Frösche haben bestimmt keine Lust, gekapert zu werden. Aber, ah ja, ich sehe schon da hinten. Das muss der Mond sein. Und den kann ich natürlich nur erreichen, wenn ich einen Frosch habe. Denn Frösche sind die Kreaturen, die hier am höchsten springen können. Ohne Frosch? Keine Chance. Definitiv nicht. Daher bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Ah, ganz vorsichtig. Aber sieht doch schon mal gut aus. Im ersten Schritt. So, und jetzt nur noch hoch und dann habe ich ihn.
Ah, ja, ganz knapp, aber geschafft. Froschhüpfen über dem Nebel. Das ist genau das, was der Papagei uns gerade verraten hat. Also, falls ihr einen kleinen Hinweis braucht, ab zum Papageien. Ansonsten müsst ihr zum blauen Toad. Er markiert euch dann auf der Karte die Position des Powermondes. Gut, was haben wir noch vergessen? Gibt es sonst noch irgendwas? Vor allem, wie komme ich jetzt hier überhaupt zurück? Das ist die Frage. Jetzt habe ich keinen Frosch. Na toll, ich glaube, ich muss in den Abgrund springen. Anders wird es wahrscheinlich nicht hinhauen. Na gut. Ich riskiere es. Ah, weia, weia, hab ich Angst, das zu riskieren hier. Okay. Boah, einfach mal abgestürzt. Oh nö. Naja, anders ging's nicht. Ihr habt's gesehen. Es war zu riskant, das Ganze. Und deswegen musste ich das so machen. So, aber jetzt hier nochmal Münzen einsammeln. Und gibt es hier sonst noch etwas? Wir haben überall schon das Licht eingeschaltet. Gibt es hier etwa keine Belohnung dafür? Gar nichts? Nicht mal eine Kleinigkeit? Ach, kommt schon. Das kann doch nicht wahr sein. Irgendwas muss es hier doch geben. So. Jetzt rennen wir hier mal quer herunter. Und suchen weiter. Hallo Vogelscheuche, wir gehen jetzt mal in den Hauptraum. Wisst ihr was? Da waren wir nämlich noch gar nicht. Einfach mal da reingehen. Was ist eigentlich mit dir? Wow, 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 wow. Okay, okay, Moment, Moment. Nicht so schnell. Das kam jetzt unerwartet. Hoffentlich bin ich rechtzeitig auf der anderen Seite. Ja, sieht gut aus. Wow, das war echt ein perfekter Sprung gegen Ende. Tic-Tac-Turnier 1. Das habe ich echt sehr gut gemacht und das war auch sehr spontan gerade eben. Ja, manchmal entstehen solche spontanen Sachen sehr spontan oder so ähnlich. Naja, gut. Weiter geht's. Auf unserer Reise nach den Hinweisen für einen Powermond. Früher oder später werden wir schon hoffentlich irgendwas finden. Da oben zum Beispiel. Komme ich da mit dem Frosch hoch? Das wäre jetzt auch eine Frage, die man beantworten müsste. So, jetzt komm, jetzt sag mir bitte, dass ich da hochkomme. Na, keine Chance. Das ist leider viel zu hoch. Wie soll ich denn da hochkommen? Geht ja gar nicht. Na gut. Vielleicht gibt es noch eine andere Methode, indem ich zum Beispiel... hier... mit dem Paragumba hochfliege von einer anderen, etwas höher gelegenen Plattform. Das wäre zumindest eine Idee. Das andere kann ich mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht gerade ausmalen, wie wir sonst dahin kommen könnten. Also einmal schön mit dem Gumba auf die andere Seite. Gumba Power! Yay! Das ist so toll, dass das, dass dieser Paragumba fliegen kann. Einmal drumherum, um diesen Turm herum. Dupidupidu. So, schwubidibub, schwubidibub. Ach, der Paragumba, ich glaube, der ist einfach meine Lieblingsverwandlung. Wobei ich ja auch ein großer Fan vom Cheep Cheep bin. Das sind diese Fische. Der fliegende Paragumba. Dupidupidupidu. Aber ich sehe schon, das wird viel zu hoch sein. Da komme ich ja niemals hoch. Ich komme ja nicht mal zu diesen Kisten hoch. Ach nee, das wird einfach nichts. Hier Lampen eingeschaltet, wenigstens das. Na gut, na gut. Eigentlich müssen wir nochmal in den Turm rein. Wenn ich es ansonsten schon hier alles erledigt habe, oder? Vielleicht gibt es ja was im Turm zu entdecken. Damals war ich auch da. Ich weiß noch, dass ich da ganz oben eine Kiste vergessen habe. Die habe ich nie eingesammelt. Ich weiß gar nicht, ob da am Ende ein Powermond drin ist oder war. Aber ja, wir werden das heute noch herausfinden. Denn heute, nach langer Zeit, kommen wir zurück zu unserem Ursprung, nämlich zu diesen Kisten. Bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. So. Als Fröschchen einfach mal springen. Und den Modus entdecken. Den Bereich entdecken. Das ist ja kein Modus, das ist ein kleiner Zwischenbereich. So, na gut. Gut Ding will Weile haben, sagt man ja immer. Also dürfen wir gespannt sein, was wir hier gleich noch entdecken werden.
Vielleicht gibt es hier irgendwas, was wir unbedingt gesehen haben sollten. Man weiß es nicht. Ich weiß nur, dass das hier sehr trickreich ist, indem man hier hinten noch diese Münzen findet. Da muss man auch erstmal auf die Idee kommen, nach hinten zu schauen, um diese Münzen nicht zu verpassen. Ja, ja, mir entgeht nichts. Zumindest nicht immer. Manchmal schon. Naja, gut. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Ein bisschen was gibt es noch zu entdecken. Und hoch. Erstaunlich, wie hoch wir einfach springen können. Jetzt gibt es hier wieder eine Wasserstelle. Und hier gibt es eigentlich nur Goombas, die einen Schaden zufügen können. Für unseren kleinen Helden Mario. Mario. Mario ist einfach der Beste. Niemand kann unserem Held, dem Mario, das Wasser reichen. So, Mario, findest du da oben was? Da sind drei Goombas. Ich finde diese gelben Goombas auch irgendwie lustig. Das sind ja... Naja, wie kann man diese beschreiben? Das sind so Münz-Goombas. Da oben, da ist die Kiste, von der ich gesprochen habe. Mal sehen, was da drin ist. Bin ich hier echt schon gespannt. Moment, bevor ich den Frosch verliere. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas ganz oben zu entdecken. Ah, sieht aber nicht so aus. Okay, dann ist mir der Frosch eigentlich egal. Den brauche ich jetzt nicht mehr. Aber was wird in der Kiste sein, die ich niemals geöffnet habe? Oh, ein Königsherz. Das ist ja nett, aber nicht unbedingt wichtig für uns. Tja, dann können wir schon den Bereich eigentlich verlassen, oder? Hier machen wir noch das Lichtlein aus, die Fackeln aus. Nicht, dass die Hüte hier weiterbrennen, die armen Wachshüte. Hüte aus Wachs ist auch was Schönes. Und jetzt sind wir im Außenbereich. War schon lange nicht mehr. Einfach herrlich, dass jetzt endlich alles in Ordnung ist. Schau mal, wir können jetzt hinein. Ja, was ist da denn da drin? Okay, ich bin gespannt. Wow, was ist das denn? Wieder so ein ganz komplizierter Bereich, der super gefährlich sein wird. Okay, ich sehe schon. Heute darf ich wieder klettern. Mario, du bist unser Kletteraffe. Was ist das denn? Okay. Einmal schön mit der Blitzfähigkeit rüber. Das ist ja im ersten Schritt gar nicht mal so schwer. Habe ich schon irgendwas verpasst? Ich schaue lieber links und rechts mal ordentlich rein und nach. Und dann darf ich jetzt an diesen Blöcken entlang hangeln. Aber ich muss schnell sein, denn jetzt habe ich keinen festen Boden mehr unter den Füßen. Und jetzt muss ich rüber, oder? Na gut, probieren wir einfach mal. So, wow, wow, nein, 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 nein! Oh, Mario, ich sehe schon. Das ging mächtig, mächtig in die Hose. Och, der arme Teppichtörtchen. Wie kann das nur passieren? Na gut, kein Problem. Gut Ding will Weile haben, gleich noch einmal. Diesmal gebe ich richtig Gas, ihr kennt mich ja. Wenn ich einmal abgestürzt bin, muss ich einfach Gas geben. Das ist so, ja, meine Art zu spielen. Und deswegen... Keine Chance. Ich renne so schnell ich kann. Bis ich mein Ziel erreicht habe. Und hoch und oh, schnell, aber schnell, aber schnell. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das hätte auch sehr schnell und sehr leicht in die Hose gehen können. Weia. Na gut. Aber noch sieht alles gut aus. Ich kann mich nicht beschweren. So. Jetzt schnell hier weiter. Ich hoffe, ich verpasse jetzt nichts. Ich halte natürlich meine Augen weiterhin offen. Aber bisher sieht das ganz gut aus. Jetzt muss ich mich hier aber beeilen. Wow, wow, nein, 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 nein. Heb dich aber gut fest, mein lieber Mario. So. Und hoch. Oh, wir haben es gleich geschafft. Komm, komm, das bisschen schaffst du auch noch. So, Wandsprung. Und rüber. Und genau, genau, genau. Und jetzt schnell. Wow, geschafft. Okay, da ist das Ziel. Da ist der Mond, aber... Wo sind die anderen Monde? Also, wo ist der zweite Mond? Das ist bestimmt doch noch ein zweiter Mond, oder? Oder kommt nach der Röhre noch etwas? Das kann natürlich auch sein. Ich weiß es nicht. Na gut, probieren wir es einfach mal aus. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, nee, wir kommen raus. Das heißt, wir müssen tatsächlich nochmal da rein. Irgendwas habe ich übersehen. Na gut. Schauen wir nochmal. Hey, ich erinnere mich an diesen Ort. Ich wette, es befindet sich wenigstens noch ein Powermond. Ja, Cappy, wenn du das sagst, dann muss es ja stimmen. Die Frage ist ja nur, wo? Das weiß ich nämlich nicht. Aber gut, für dich schaue ich nach, Cappy. Nur für dich.
Aber bitte sorgt dafür, dass wir nicht herunterfallen. Also selbst wenn ich mir jetzt hier eine kleine Übersicht verschaffe, indem ich mir die Umgebung ansehe, so sehe ich auf dem ersten Blick tatsächlich noch keinen Powermond. Daher meine Frage, wo soll sich dieser denn befinden? Also bei aller Liebe, aber ich sehe echt keine Möglichkeit, den zu finden. Naja, gut. Wir schauen mal weiter. Einfach mal hier die Blöcke entlang hangeln und dann könnten wir theoretisch etwas finden. Hauptsache, wir geben nicht auf. Ganz einfach. Oh nee, einfach mal abgestürzt. Na gut. Dann ist das eben so. Noch einmal. So, okay. Also, Powermond, wo kannst du sein? Der muss auf jeden Fall weiter oben sein, denn hier vorne sehe ich einfach mal gar nichts. Dementsprechend kann hier vorne auch nichts sein. Der muss irgendwo oben sein. Okay, vorsichtig. Immer schön die Wandsprünge beherrschen, mein lieber Mario. Jetzt warten wir auf den richtigen Augenblick. Und boom. Schnell, 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 schnell. Nicht wieder so eine riskante Sache veranstalten. So, da oben sehe ich erstmal gar nichts. Und da hinten? Da sehe ich erst recht nichts. Toll, und dann nach oben kann ich nicht schauen. Ich glaube, ich muss nach oben. Wo soll denn dieser Powermond sein? Habt ihr eine Idee? Schreibt doch mal in die Kommentare, wo ihr nach diesem Powermond suchen würdet. Ihr könnt auch gerne was erfinden. Zum Beispiel, ich würde Cappy fragen oder ich würde bei Bowser anrufen und ihm eine WhatsApp-Nachricht schicken. Okay. Kann man mal machen. Lieber Bowser, ich hoffe, du liest meine Nachricht. Sag mal, wo ist denn der Powermond? Keine Spur, wirklich gar keine Spur. Unglaublich. Man sieht einfach mal gar nichts. Was soll der denn sein? Ey, aber ganz, ganz komisch. Ganz, ganz komisch. Naja, was soll's. Dann suchen wir mal... Ne. Da, natürlich, gell? Da war er versteckt. Versteckt zwischen Schiebeblöcken. Da hat er sich aber gut versteckt. Der gute alte Block. Der Block. Der gute... Schiebeblöcke, die Schiebeblöcke sind in meinem Kopf. Nein, was ich meinte, sind der Powermond. Da sieht er aber gut versteckt. Also, da kann ich nur sagen, Chapeau, Chapeau. Powermond, gut versteckt. Naja. Wo geht's jetzt hier weiter? Hier oben auf dem Hut. Wir sind die Ländersprinter. Wir reisen um die Welt und rennen in jedem Land, in das es uns verschlägt. Willst du antreten, Kumpel? Ja, ich kenne euch bereits. Ich weiß, gute Einstellung. Du weißt ja, Regeln gibt es keine. Renn einfach, so schnell du kannst. Und wer gewinnt, der gewinnt eben. Das war's auch schon. Die Ziellinie ist eine Lichtsäule. Alles verstanden? Dann los! Okay, dann mal los. Koopa Freerunning. Wo geht es denn hin? Oh, yes, bis an den Anfang zurück. Okay. Ich sehe schon, das wird kunterbunt. Wow, wow, wow. Wartet mal auf mich. Oh nein, oh nein, oh Gott, oh Gott. Was ist bei euch los? Ach so, durch die Erschütterung, dass sie jetzt runtergesprungen sind, gab es eben, ja, ein kleines Problemchen mit denen. Okay, mir soll es recht sein. Ich muss jetzt einfach nur schnell sein. So, das klappt sehr gut. Und wo ist das nochmal? Ach, da oben. Auf dem Berg. So, noch ein kleines bisschen. Geschafft. Hui. 31 Sekunden habe ich gebraucht. Nicht schlecht. Aber jetzt wird's kniffliger, denn jetzt kommt ja gleich der goldene Koopa. Das war ja Überschallgeschwindigkeit. Hier, bitteschön. Tschüss, viel Spaß damit. Hutland Standardrennen. Sehr gut, geschafft. Hey, wir haben einen neuen Läufer am Start. Ich verspreche dir, du gewinnst was Spitzenmäßiges, wenn du dich traust. Bist du bereit? Gute Einstellung. Ja, die Regeln kennen wir ja. Das heißt, jetzt müssen wir Gas geben, aber richtig Gas geben. Denn jetzt haben wir auch noch den goldenen Sprinter im Gepäck. Oder besser gesagt, nicht im Gepäck, sondern als Gegner. Und der? Naja, der kann schon ziemlich fies werden. Daher... Geht jetzt aber mit vollem Karacho voran hier.
Ja, der ist schon schnell, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich den noch einholen werde. Na? Oh, der ist schnell. Der ist richtig schnell. Aber ich bin auf dem ersten. Ich kann noch gewinnen. Ja! Eine runde Sache. Aber der war gut. Der war richtig gut. Hätte ich nicht gedacht. Also nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. Hey, klasse! Das war ja Überschallgeschwindigkeit. Jo, danke, mein Lieber. Und danke, dass du das so würdigst. Dass ich so schnell gerannt bin. Ist ja klar, ne? Da freut man sich über so ein Lob. So. Okay, die Lampen, die werden hier natürlich noch eingeschaltet. Weil man weiß ja nie, vielleicht bringt das was, wenn man Licht ins Dunkeln bringt. Aber ansonsten passiert hier auf dem ersten Blick sonst nicht sonderlich viel. Dann könnten wir eigentlich nur noch hier den Hutturm erklimmen und gucken, was uns da oben dann erwartet. Denn wie schon gesagt, hier unten scheint es gar nichts mehr zu geben. Captain Toad, wie geht's dir denn? Ich bin hier hochgeklettert, um den Mond aus nächster Nähe zu bestaunen. Nun bin ich nicht wirklich näher dran, aber ich habe auf dem Weg einen Paumond gefunden. Hier, schenke ich dir, bitteschön. Dankeschön. Guten Abend, Kapitän Toad. Ach, der Mond, ich kann mich an ihm einfach nicht satt sehen. Das verstehe ich gut, denn der ist wirklich wunderschön. Und ich kann mich auch irgendwie nicht satt sehen. Ich könnte ihn ganze Zeit beobachten. Aber was mich jetzt interessieren würde, wo geht es denn hier noch weiter? Kurz gesagt, wie geht es hier noch weiter? Wo sind die Powermonde versteckt? Die müssten doch hier irgendwo sein. Hallo, wenn ich schon mal hier bin, kaufe ich mir den Rest, dann habe ich schon mal alles. Oh ja, sehr gerne, bitteschön. Schau mal, hier eine Froschstatue für deine Odyssee und ein Zylindrienturm, Statuen, Figürchen, wie auch immer das genannt wird. Danke. Das nehme ich alles sehr gerne mit. Hui, 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 hui. So. Ist das Mondlicht nicht beruhigend? Ja, das ist es. Hey, kannst du mir helfen? Hast du noch einen Hinweis? Wonach suchst du denn? Ah, ich weiß, haha. Ich kann sie nicht verraten, aber ich gebe dir einen Hinweis. Unter der Krempe des Huts. Der ist hier irgendwo versteckt. Such ihn, finde ihn. Ja, wo? Ach, da oben, ich sehe ihn schon. Schaut mal, seht ihr ihn? Tatsächlich ist er genau da oben. Mal gucken, ob ich da ein bisschen abkürzen kann. Weil der Weg da nach oben, der ist schon ein bisschen nerv... Oder wobei? Oder komme ich da überhaupt hin? Ich überlege gerade. Theoretisch könnte ich mich mal mit dem Hut, also über das Menü nach oben schleudern. Oder aber ich brauche einen Frosch. Ich weiß es nicht. Wobei die Frösche auch zu klein sind, um da hochzukommen, oder? Naja, ich guck einfach mal. Oh, da oben. Ja, gut. Auf den Mond komme ich irgendwie nicht. Ich wüsste zumindest nicht, wie. Aber lasst uns das einfach mal ganz in Ruhe anschauen. Irgendwie sollte das ja alles möglich sein. So, und nochmal aufladen und... Wisst ihr, selbst wenn ich vom Frosch abspringe, komme ich ja gar nicht da hoch. Ja, keine Chance. Toll. Ich weiß jetzt, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ich an diesen Powermond komme. Wenn ich mit dem Frosch und nicht mit dem Paragumba, meine ich. Mit dem Paragumba geht es auch nicht. Wie soll ich da sonst hoch? Mit den Hüten kann ich nicht fliegen, obwohl das Hüte sind, die zum Fliegen da sind. Also ich verstehe es nicht. Wenn ihr eine Idee habt, schreibt das gerne in die Kommentare. Denn ich weiß es echt nicht. Ich möchte aber trotzdem versuchen, mal an diesem Hutturm bei der Krempe diesen, sagt schon hier, diesen Powermond zu bekommen. Weil der andere ist irgendwie auf dieser einsamen Insel. Aber schaut mal, den müsste ich doch locker bekommen. Ich muss nur runterspringen. Ha, ja klar. Unter der Krempe des großen Huts. Das war ja ein Kinderspiel. Das war ja richtig einfach. Gut,
Aber wisst ihr, jetzt muss ich sagen, so langsam wüsste ich jetzt auch nicht, wo ich nach weiteren Paumonden Ausschau halten soll. Deswegen wäre mein Vorschlag, wisst ihr was? Wir reisen in das nächste Land und suchen dort wieder Prinzessin Peach auf. Oder hast du noch einen Hinweis? Du schon wieder. Was willst du denn ständig von mir? Immer diese Tipps und Tricks. Also gut, ich verrate dir ein. Mit Hutland Kunst gefunden. Der ist hier irgendwo versteckt. Such ihn, finde ihn. Chipri chip. Okay, nicht jetzt, mein lieber Papagei. Ich muss jetzt zur Odyssee. Die Odyssee wartet schon auf mich. Juhu! So. Einfach mal hier durch den tiefen Nebel. Und da geht's dann drauf. Mal sehen. Die Odyssee benötigt 221. Wofür denn so viele? Ich weiß gar nicht, wofür das alles ist. Egal, irgendwann werden wir das noch herausfinden. Hey, wie geht's dir, mein kleiner Hund? Schön, dass du da drin bist. Schaut mal, so sieht meine Odyssee übrigens aus. Das habe ich mir alles gekauft mit den besonderen Münzen. Ach ja, schön. Sehr, sehr schön. Ich freue mich. Hier habe ich aber noch genug Platz für Dekoration. Ich muss mir noch mehr Dekoartikel kaufen. Also im Spiel mit den lilafarbenen Münzen. So, erstmal Monde für die Odyssee. Sehr gut gefüllt. 279 auf 305. Wow. Das sind 26 nochmal on top. Ab in ein anderes Land? Ja, Cappy, ich bin bereit. So, Prinzessin Peach sprach davon, dass sie ins Wüstenland möchte. Daher reisen wir ihr hinterher und besuchen das Wüstenland. So, dann mal auf geht's, würde ich sagen. Wow, 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 schön festhalten, ja? Achtung. Wow, wow. Und mit den ganzen Stickern auf der Odyssee, das sieht ja echt lustig aus. Das sieht so, so lustig aus. Gut. Wir fliegen erstmal still und heimlich kreuz und quer durch die Gegend. Und Mario darf wieder aus dem Fenster schauen. Cool. Tja, jetzt haben wir in der Wüste aber nicht das passende Outfit, finde ich. Weil ich komme ja an im Wüstenland, in der Brutzelebene, in meinem Smoking. Sieht aber nicht so aus, als gäbe es hier einen wunderschönen Galaabend. Hä? Der Mondquader hier leuchtet ebenfalls. Das sollten wir uns auf alle Fälle ansehen. Das machen wir, Cappy. Vielleicht sollten wir das sogar gleich als allererstes machen. Denn wir haben ja im Hutland gelernt, es lohnt sich, das gleich als erstes zu machen, weil wir früher oder später sowieso an jeden Ort nochmal zurück müssen. Daher machen wir das gleich mal als erstes und werfen unsere Kappe drauf. So. Und wir bilden einen Würfel und der Würfel springt in die Luft. Und daraus entsteht irgendetwas Lustiges. Oder auch nicht. Tada! Wow. Wunderschön. Und jetzt wird es gleich wieder hell. Strahlend weiß. Wow. Wow, jetzt gibt es so viel zu entdecken, okay. Wirklich verteilt in der ganzen Wüste. Na gut. Mario, wir haben so einiges vor uns. Und der Vogel, hey, da oben. Oh, schade, den habe ich jetzt nicht... Moment mal. Was macht ihr denn hier? Ihr seid doch aus der Eiswelt. Warum dürfen wir hier nicht reinkommen? Alles okay bei euch? Ich will da rein. Andere Länder, andere Sitten. Zieh dich an wie wir. Mach Party wie wir. Das ist unser Motto. Deine gesamte Aufmachung passt doch gar nicht. Da fehlt der Pep. Vielleicht schaust du dir was von den Einheimischen ab? Ja, ich weiß schon, was gefragt ist. Ich soll mich gleich als Mexikaner verkleiden. Ja, hatte ich schon lange nicht mehr diese Verkleidung. Ich glaube, ich muss kurz in den Laden und mich kurz umziehen. Willkommen in unserem Shop. Ja, dann besuche ich mal euren Shop. Schönen guten Tag. Ich möchte mich einmal umziehen. Hallo, was willst du? Ah, Cowboy-Sachen. Ja, die Cowboy-Sachen finde ich auch cool. Ja, in meinem Schrank sind meine Klamotten, ich weiß. Da hinten ist auch noch ein Powermond im Laden. Ja, wir haben einen Powermond im Laden. Ist es der Powermond? Nee, oder? Der ist nochmal extra. Ja, tatsächlich. Einkaufsbummel in der Brutzelebene. Schaut mal, rechts im Hintergrund. Hinter der Ladentheke, da ist immer noch der Paumond. Ich muss irgendwie in den Laden reinkommen. Also hinter den Laden. Moment mal. Mario, bitte komplett umziehen. So kannst du nicht rumlaufen. Ja,
Schon viel besser. Schon viel, viel besser. Ah, bravissimo. Sehr gut. So, wie komme ich jetzt in den Laden? Erstmal schauen wir hier oben. Da. Schön auf den Blumen herumklettern. Ach ja, das macht Mario am allerliebsten. Ist ein neues Hobby, wenn man das so möchte. Oh Mario, kommst du da jetzt überhaupt hoch? Was machst du denn da? Oh Mario, ich sehe schon, du hast noch einiges zu entdecken und du musst noch unbedingt üben, deine Sprünge vor allem. Mein Lieben, danke fürs Zusehen. Rechts oben kommt ihr zur nächsten Folge von Super Mario. Da, wo ihr die Finger zeigt, einfach da drauf tippen. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Bitte bleibt katztastisch!